Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr erinnert euch sicherlich alle daran, dass wir in diesem Jahr die Chakra Challenge gemacht haben. Da ging es ja jeden Monat um ein einzelnes Chakra. Also haben wir das 7 Monate lang gemacht. Und irgendwie machte es Sinn, dass ich jetzt noch ein Video zur Aura mache, die auch gerne als 8. Chakra bezeichnet wird. Und deswegen habe ich mir hier ganz mein Buch habe ich hier liegen und meine Notizen und möchte euch jetzt noch ein bisschen was zur Aura erzählen. Und zwar habe ich hier erstmal übrigens, das ist so mein liebstes Buch, wenn es um Chakren geht. Also ich benutze auch tatsächlich kaum ein anderes, weil das für mich absolut ausreichend ist und super viele Informationen erhält. Ich kann euch das gerne, wenn ich dran denke, nochmal unten in der Infobox verlinken. Ich wurde nämlich jetzt schon ein paar Mal danach gefragt, welche Bücher ich zu dem Thema empfehlen kann und damit habt ihr ausgesorgt, wenn ihr das habt. So, erstmal hier eine ganz, ganz tolle Abbildung von der Aura. Und wenn man seine Aura kultiviert, dann verstärkt man damit auch die Chakra-Übungen, die man damit macht. Das heißt, wenn ich mit meiner Aura arbeite, stärke ich auch meine Chakren, stärke ich damit auch weiterhin meine Gesundheit. Und im Umkehrschluss auch, alles, was wir tun, um unsere Chakren zu aktivieren, wird auch die Aura weiter erstrahlen lassen. Die Katze rennt rum und spielt, es tut mir leid. Das heißt, Chakren und Aura, die arbeiten wirklich Hand in Hand und haben so eine Wechselwirkung einfach aufeinander. Und bei der Aura, das kennen ja viele auch als Ausstrahlung, ist jetzt quasi auch vereinfacht gesagt. Und da gibt es ja sowohl Menschen, die eine sehr positive Ausstrahlung haben, als auch Menschen, die einfach so eine negative Ausstrahlung haben. Das kann man manchmal gar nicht an so expliziten Sachen festmachen, aber die kommen und es ist einfach so, oh, nee, du nicht. Und positive Ausstrahlung, das verbinden wir ja so mit, wenn jemand selbstbewusst ist, wenn er klar ist, wenn er gelassen ist, wenn er heiter ist, wenn er einfach so in so einer harmonischen seelischen Verfassung ist. Das machen wir aus an Körperhaltung, an Gesichtsausdruck, am Auftreten. Ne? Wenn jemand kommt, dich begrüßt und lächelt, dann hat er einfach eine positive Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung wird einfach von der Aura, bestimmt von der Aura ganz, ganz stark beeinflusst. Und die Aura besteht auch aus 7 Schichten. Das sind einfach Energiefelder von unterschiedlicher Dichte. Und die erste Schicht, das ist die Ebene des physischen Körpers. Also das ist auch die Schicht, die sich am nächsten an unserem Körper befindet. Und die 7. Schicht ist die, die quasi am weitesten weg ist. Und das ist dann wirklich diese reine kosmische Energie, diese göttliche Ebene. Und die Schichten, die sind auch nicht klar voneinander getrennt, sondern die berühren sich und die durchdringen sich auch gegenseitig. Und ich wollte jetzt noch mal kurz zu jeder dieser Schichten sagen, die man ja auch auf dem Bild so schön gesehen hat. Also diese erste Auraschicht, das ist die Hülle des Körpers einfach, ne? Und die wird beherrscht von unseren irdischen Lebensphasen, also Geburt und Wachstum und auch Tod. Dann kommt die zweite Auraschicht. Das ist so diese vitale, ätherische Hülle und hängt ganz eng mit den energetischen Körperprozessen zusammen. Also Körpertemperatur, Kreislauf, Hormonhaushalt und Atmung. Dann gibt es die dritte Auraschicht, das ist unsere emotionale Hülle. Die wird beeinflusst von unseren Gedanken, von unseren Wünschen, von unseren Träumen und auch durch, ne, durch unser Denken, durch unser Unterbewusstsein, durch unsere Wahrnehmungsorgane, ne, für die 5 Sinne, aber auch von unseren Gemütszuständen, von unseren Gemütsstimmungen. Also da bekommt man schon mal so einen Einblick, durch welche Dinge die Aura beeinflusst wird, beziehungsweise wie man sie auch beeinflussen kann. Die 4. Auraschicht, das ist dann die mentale Hülle. Und die hängt sehr mit geistiger Klarheit natürlich zusammen, mit der Welt der Ideen, mit Intuition, mit Willens- und Entscheidungskraft, mit all diesen Dingen. Dann kommt es zur 5. Auraschicht, das ist die kausale Hülle. Also da sind diese vorherrschenden Gefühle wirklich Freude und Glückseligkeit. Und das ist diese 5. Auraschicht ist auch der Grenzbereich, der nach unten mit den irdischen und nach oben mit den göttlichen Sphären einfach das miteinander verbindet. Weil die 6. und 7. Auraschicht, das sind auch die Schichten, die man auch mit dem Auge nicht mehr wahrnehmen kann. Die 6. Auraschicht, das ist unsere Seelenhülle und
die entzieht sich dann wirklich auch unserer sinnlichen Wahrnehmung. Und die siebte Auraschicht, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist diese kosmische oder göttliche Hülle. Und nur Erleuchtete sind tatsächlich in der Lage, diese reine Energie zu erfahren. Und wie kann man jetzt die Aura stärken? Also ganz normal, auch wie bei den Chakren, ne? Durch Meditation, durch Yoga, durch Achtsamkeit. Und ja auch immer, wenn ich meine Chakren stärke, stärke ich ja auch automatisch meine Aura. Und die Aura, die hat auch eine Schutzfunktion. Also es lohnt sich tatsächlich, sich mal mit seiner Aura auseinanderzusetzen, weil wenn ich eine starke, eine positive Ausstrahlung habe, dann schützt mich das einfach vor zerstörerischen, vor aggressiven Menschen und Stimmungen und ermöglicht es mir auf der anderen Seite, lichte Kräfte auch wirklich in die Welt zu bringen. Und ich bin dann durch nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen und es ist einfach wie so ein spiritueller Schutzschirm, könnte man sich das vorstellen. Und das passt auch sehr, sehr gut zum Thema Energieräuber. Wenn ich eine starke Aura habe, dann sind Energieräuber einfach für mich, da habe ich keine Angriffsfläche, wo die angreifen können, wo sie mir ihre schlechte Stimmung, ihre Energielosigkeit übertragen könnten. Und das ist auch bei der Aura sehr, sehr wichtig. Also alles, was dir Energie raubt, lässt die Aura zusammenschrumpfen. Das können jetzt andere Menschen sein, die dir Energie rauben. Das kann aber auch Stress sein oder eine Arbeit oder was auch immer das da ist. Oder Gefühle, die du zum Beispiel unterdrückst. Das heißt, man sollte da im ersten Schritt schon mal Menschen vermeiden, die dir Energie rauben. Also ne, Energievampire sollte man vermeiden. Aber auf der anderen Seite entscheidet man natürlich auch immer selbst, worauf man seine Aufmerksamkeit lenkt. Das heißt, lenke ich meine Aufmerksamkeit auf Stress, auf Hass, auf Negativität oder lenke ich meine Aufmerksamkeit auf Liebe, auf Vertrauen, auf Frieden? Und diese Entscheidung habe ich immer, jeden Tag, bei jeder Person. Also so auch Thema Energievampire. Ich weiß, nicht alle Energievampire kann man aus seinem Leben verbannen. Bei einigen geht das schon, dann sollte man das tatsächlich auch tun. Wenn es nicht geht, sollte man den Kontakt niedrig halten und sollte sich nicht von denen gefangen nehmen. Das heißt, nicht in ihren Strudel aus Negativität und Beschweren und Lästern mit einsteigen, sondern tatsächlich weggehen, das Thema wechseln. Also sich da auch ganz offen positionieren, dass man nichts damit zu tun haben möchte. Und auch immer die Frage, was möchte ich nach außen tragen und was möchte ich auch von außen empfangen? Also was möchte ich da auch an mich heranlassen? Und für die Aura-Entwicklung ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern sich fortan weiterzuentwickeln, den Alltag halt nicht grau und trist werden zu lassen, sondern auch immer auf der Suche zu sein nach Dingen, die einem gut tun, nach vielleicht auch neuen Hobbys, neuen Leidenschaften. Und das sind alles Dinge, die die Aura positiv beeinflussen. Und was man natürlich noch machen kann, um die Aura positiv zu beeinflussen, ist weiterhin mit seinen Chakren zu arbeiten. Und das liebe ich ja so an der Chakra-Arbeit, dass man das mega gut in seinen Alltag integrieren kann. Also es gibt auch in dieser Playlist Chakra-Kunde noch ein ganz paar Videos, wo ihr da nochmal gucken könnt, wenn euch das näher interessiert. Und ich arbeite bei meinen Chakra-Videos ja immer mit Chakmoni zusammen. Da gibt es immer verschiedene Rabattaktionen und ihr habt auch immer einen Code, mit dem ihr, also immer einen Rabattcode, mit dem ihr bestellen könnt. Und jetzt zur Aura haben wir auch ein Aura-Special. Und zwar läuft das bis Ende November. Der Code ist wieder Frau Farbenfroh kleingeschrieben. Ich schreibe euch das aber alles nochmal unten in die Infobox. Und da bekommt ihr jetzt wieder 10% Rabatt auf drei Dinge. Nein, auf vier Dinge. Und zwar zum einen sind das die Glasuntersetzer, wo ihr auf jedem Glasuntersetzer die einzelnen Chakren abgebildet habt. Sowohl das siebenteilige Set von den Chakra-Tassen, von den Porzellantassen, die auch sehr, 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 sehr geil sind. Und da kann man dann wirklich ganz individuell jeden Tag entscheiden, ganz intuitiv, welche Tasse nehme ich heute, welchen Glasuntersetzer nehme ich heute, welches Chakra braucht meine Aufmerksamkeit. Und dieses intuitiv Entscheiden ist immer die richtige Entscheidung. Also ich habe auch mal eine ganze Zeit lang da oben, sind meine Chakra-Karten, eine ganze Zeit lang jeden Tag eine Karte gezogen und es war jeden Tag dieselbe Karte bzw. dasselbe Chakra, weil das gerade meine Aufmerksamkeit brauchte. Ne? Oder wenn ihr halt wisst, okay, dieses Chakra ist gerade irgendwie blockiert, dann nehmt ihr mit Absicht diese Tasse oder diesen Glasuntersetzer. Oder
manchmal, wenn ich weiß, ich habe einen großen Vortrag, dann möchte ich meinen Halschakra einfach stärken. Und dann nehme ich halt den blauen Glasuntersetzer zum Beispiel. Was ganz, ganz neu ist, weil mich ganz, ganz viele danach gefragt haben und es gab es bis dato bei Chakmuni noch nicht, sind Chakra, so ein Chakra-Stein-Set, wo ihr die jeweils passenden Steine zu jedem Chakra jetzt in einem Set zusammen habt. Und mit diesen Steinen könnt ihr auf unterschiedliche Art und Weise arbeiten. Ihr könnt die entweder, wenn ihr zum Beispiel meditiert, auf die jeweilige Position des Chakras legen und das noch mehr verstärken. Oder, was ich halt mache, die Steine als Handschmeichler dann den ganzen Tag mit euch rumtragen. Das könnt ihr in der Hosentasche haben und dann immer wieder danach fühlen. Oder einfach tatsächlich in die Hand nehmen und dort festhalten. Ist auch sehr, sehr gut in Prüfungssituationen, sich dann den passenden Chakrastein zum Beispiel auszusuchen. Und dann ist auch noch in diesem Angebot mit drin der Chakra-Edelstein-Stab. Der ist auch wunderschön. Und mit diesen vier Dingen habt ihr auch verschiedene, wir haben es extra so gemacht, dass verschiedene Preiskategorien drin sind. Von, ich nehme keine 20 Euro in die Hand, also wirklich unter 20 Euro und kann trotzdem irgendwie mit allen Chakren und meiner Aura arbeiten, bis hin zu, ich glaube, ein bisschen über 100 Euro. Und dann habe ich die Porzellantassen. Zum Beispiel. Also jedem so, wie er auch Geld investieren kann. Das war mir sehr, sehr wichtig bei dieser Aktion, weil ich es wichtig finde, dass tatsächlich jeder sich mal mit seinen Chakren und seiner Aura auseinandersetzt und damit auch arbeitet. Und ich wollte jetzt jedem irgendwie die Möglichkeit geben, egal wie viel Geld er da jetzt in die Hand nehmen möchte, dass er bei dieser Rabattaktion einfach auch was für sich findet. Und das sind auch mega geile Geschenke. Also wenn ihr so ein Set Glasuntersetzer zu Weihnachten verschenkt, das ist einfach mal mega, 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 mega geil. Also ich werde jetzt auch nochmal bei dieser Rabattaktion auf jeden Fall zuschlagen und mir einiges bestellen. Wie das Ganze funktioniert, ne, den Code und so, das setze ich euch alles nochmal unten in die Infobox. Schreibe euch auch nochmal genau die Artikelbezeichnungen rein und natürlich auch den Link zu Chakmuni. Ich hoffe, das Aura Special hat euch wieder gefallen. Wir haben das ganz bewusst auf diese Zeit des Jahres gelenkt, weil diese Umbruchzeit, die wir jetzt halt haben, so um den 30. Oktober herum, ist auch von den Energien her nochmal sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Wer sich damit auseinandersetzt, das ist jetzt nochmal eine ganz besondere Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch weiterhin mit euren Chakren arbeitet, wenn ihr schon die Chakra-Challenge verfolgt habt, ob das vielleicht ein ganz, ganz neues Thema für euch ist. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!